von Akonium. Für beide bitte einen großen Applaus. Hallo. Ich warte noch ganz kurz auf die Präsentation, hoffentlich. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich bin Dr. Carmen Leiderretter. Mit mir hier ist Herr Martin Gut, Projektmanager bei uns im Smart Regions Team. Und wir wollen uns heute hier relativ spontan der Frage widmen, wie eigentlich ländliche Räume befähigt werden können, die Potenziale der Digitalisierung auch voll auszunutzen. Und augenscheinlich ist es ja schon so, dass wenn wir uns Smart Country Projekte, aber auch Projekte der Verwaltungsdigitalisierung anschauen, es häufig so ist, dass das eher in doch städtisch geprägteren, halbstädtisch geprägten und vor allem finanzstarken Gemeinden und Kommunen umgesetzt wird. Doch wie können auch strukturschwächere und vielleicht sehr ländliche Regionen befähigt werden, die Chancen und Potenziale voll auszunutzen? Und als Weg in eine Antwort haben wir heute 5 Beispiele aus der Umsetzung mitgebracht. 1 aus dem Bereich GovTech, also Digitalisierung der Verwaltung, und 4 aus dem Bereich Smart Regions. Und neben diesem thematischen Überblick sind das auch 5 Projekte, die alle auf unterschiedlichen Ebenen gefördert werden. Einerseits von der EU, dann von kommunalen Spitzenverbänden, aus Landkreisen, aus Bundesmitteln. Und wir wollen uns auch ein bisschen angucken, wie man denn diese unterschiedlichen Gebietskörperschaften am besten unterstützt und auch welche Fördermittel es für die gibt. Und für die ersten 2 Projekte, genau, würde ich einmal übergeben an Martin. Ja? Genau. Wir wollen zunächst erstmal die EU-Ebene betrachten. Hier begleiten wir derzeit ein Interreg-Nordsee-Raum-Programm, das nennt sich Data for All. Und da geht es hauptsächlich darum, nachhaltige Datenlösungen zu entwickeln, die in Kommunen, Regionen und Bürger für Unternehmen verfügbar zu machen. Dabei stehen hauptsächlich 2 Punkte im Vordergrund. Zum einen die Dateninteroperabilität, als auch die Data Literacy. Und diese beiden Themen setzen wir in verschiedenen Dimensionen, unter anderem der technischen, organisatorischen, der juristischen und auch der ethischen Dimension. Generell will man damit ein besseres Verständnis fördern, wie Daten zum Wohle der Gesellschaft genutzt werden sollen und wie vor allem lokale und regionale Stakeholder diese Daten gemeinsam nutzen können. In den Projekten gibt es auch in den 7 teilnehmenden Ländern und 19 Partnern gibt es unterschiedliche Pilotprojekte zum Thema zum Beispiel Verkehrssteuerung. Hier sind wir mit der Kiel-Region unterwegs, wo es unter anderem um die Optimierung der Verkehrssteuerung von und zum Holstein-Kiel-Stadion geht. Es geht in anderen Pilotprojekten um die Fahrradmobilität, zum Beispiel bei Partnern in Belgien. Und unter anderem auch die Entwicklung von einer Open Data Toolbox sowie dem regionalen Datenaustausch. Genau, weiter. Gehen wir eine Ebene, verlassen wir die europäische Ebene, gehen wir auf Landesebene. Hier sind wir im Bundesland Sachsen unterwegs mit unseren Partnern beim Sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung, insbesondere hier dem Simul Plus. Und gemeinsam auch noch mit dem 3. Partner, dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, haben wir die Smarte Regionen-Plattform Sachsen oder das Smarte Regionen-Portal Sachsen aufgestellt. Ich lade Sie gerne dazu ein, hier über den QR-Code auf die Seite mal vorbeizuschauen. Hier können Sie auf verschiedenste Use-Cases und Best-Practice-Beispiele schauen aus Sachsen, aus ländlichen Regionen, um vor allem auch Ideen zu geben, wie andere ländliche Regionen oder kleinere Städte in ländlichen Regionen Digitalisierungsprojekte starten können und unter anderem auch mit welchen Fördermitteln Sie dies machen können. Und eine weiter. Ja, so. Und daneben können Sie unter anderem auch einen sogenannten digitalen Reifegrad absorbieren zu den beiden Themen smarte Regionen und zur Verwaltungsdigitalisierung. Nach beiden Potenzialchecks gibt es hilfreiche Handlungsempfehlungen und auch erste Ansprechpartner und Anlaufstellen. Außerdem würde ich Sie gerne dazu einladen, den Newsletter zu abonnieren. Einmal im Monat gibt es immer ein Update von der Plattform und den Fördermittel-Alert, um auch aktuelle Fördermittel zu verschiedensten Digitalisierungsthemen zu erhalten. Genau, und dann mache ich weiter. Wir hatten jetzt sozusagen die EU-Ebene und wir hatten die Ebene Bundesland. Und jetzt sind wir auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die hessischen Landkreise. Gefördert wird das Ganze auch aus Mitteln des Bundes Hessen, des Bundeslandes Hessen natürlich. Und umgesetzt wird das durch den Hessischen Landkreistag.
Ziel des Projektes ist eigentlich, eine Strategie und ein Projekt zur gemeinsamen Aufgabenbewältigung zu schaffen, in dem landkreisübergreifende gemeinsame Schwerpunkte gesetzt werden, die sich dann in sogenannte Arbeitskreise niederschlagen und die in interkommunaler Zusammenarbeit Themen behandeln, die alle hessischen Landkreise angehen. Also da geht es einerseits darum, ein einheitliches Vorgehen zu schaffen für Cybersecurity, für E-Learnings, für die Weiterbildung von Mitarbeitenden im digitalen Wandel. Es geht aber auch darum, Softwares und Produkte zu beschaffen und diese so zu beschaffen, dass es kostendeckend ist für alle Landkreise, indem man zum Beispiel eine Beschaffungsgemeinschaft bildet, indem man mit den kommunalen oder auch anderen IT-Dienstleistern eine andere Verhandlungsposition einnehmen kann, weil man eben nicht als einzelner Landkreis da steht, sondern sagt, wir sind eine Beschaffungsgemeinschaft von 15 Landkreisen, wir wollen alle dieses Produkt. Da ist es gibt eine sehr große Kostenersparnis und Kostenreduktion, weil man einfach eine andere Verhandlungsposition einnimmt. Und natürlich versuchen wir auch durch diese gemeinsame Beschaffung, dass es dann einen Landkreis gibt, der sozusagen federführend vorangeht, die Software testet, dann ein E-Learning entwickelt für alle Landkreise, das dann auch wiederum alle nutzen können, sodass der Arbeitsaufwand, der da reinfließt und das Ressourcenersparnis deutlich geringer wird, einfach dadurch, dass es immer einen gibt, der federführend für alle übernimmt und das dann auch zur Verfügung stellt. Und ein Teilprojekt davon ist besonders spannend, weil es diesen Elefanten im Raum, den es immer gibt, nämlich die Akzeptanzsteigerung für digitale Verwaltungsveränderungen bzw. New Work Konzept in der digitalen Verwaltung mitnimmt. Und das ist die Beschaffungsgemeinschaft für ein digitales Raumbuchungssystem, das wir im Moment auch zusammen mit dem HLT in einer Beschaffungsgemeinschaft umsetzen wollen. Und in dessen Rahmen wir eben auch Fragen der Akzeptanzsteigerung unter Mitarbeitenden diskutiert und auch behandelt haben und uns Mühe gegeben haben, dass eben dann diese neuen Raumbuchungssysteme auch anwendbar sind für Führungskräfte. Und vor allem ist wichtig, dass es eben auch wieder in allen Landkreisen unisono eingeführt wird, sodass die Akzeptanzsteigerung einfach durch eine einheitliche Einführung deutlich größer ist. Das war's mit der Ebene der kommunalen Spitzenverbände. Gehen wir auf eine andere Ebene, auf die Landkreisebene. Und zwar hatten wir hier im Rahmen des Smarte Landregion Förderprogramms die Digitalstrategie im Landkreis Meißen mitgestaltet. Hier war unser Partner vor allem die Wirtschaftsförderung Landkreis Meißen. Neben der Erarbeitung der Strategie ging es auch vor allem um die Durchführung von Workshops und im breiten Beteiligungsformat mit unterschiedlichen Stakeholdern im Landkreis. Nicht nur die Gemeinden wurden hier integriert. Vor allem zu den Themen Wirtschaftsförderung, Daseinsvorsorge und Verwaltung gab es jeweils auch verschiedene Workshop-Formate. Und im Moment ist diese Strategie noch in der Finalisierung und wir hoffen, dass bald dann auch schon wir in die Umsetzungsphase kommen. Ein Projekt, was schon abgeschlossen ist und wo es auch schon erste Umsetzungserfolge zu vermessen gibt, ist die smarte Landstrategie des Ilzer Landes in Bayern, auch genannt So Smart kann Land sein, im Rahmen vom MPSC-Förderprogramm. Hier haben wir auch die Strategieerstellung begleitet. Federführend war hier die Gemeinde Ringelei, aber der gesamte Gemeindeverbund im Ilzer Land war hier mit involviert. Zusammen mit unseren Projektpartnern Poledia haben wir ein breites Beteiligungsformat mit allen Gemeinden und im Gemeindeverbund organisiert und unsere weiteren Partner DKSR haben sich um die Data-Inventur hierbei gekümmert. Und schauen Sie gerne auch auf die jeweiligen Projektwebseiten oder über den QR-Code. Ein Beispiel von einem Umsetzungsprojekt wäre Waldi für Wald Digital. Das ist die regionale App für den Gemeindeverbund. Und auch dazu lade ich Sie gerne ein, schon mal da vorbeizuschauen. Genau. Und dann bin ich schon im Fazit bzw. in den Lessons Learned. Wir haben jetzt uns 5 Projekte angeschaut, die alle auf unterschiedlichen Gemeindeebenen und durch unterschiedliche Fördermittel genutzt wird. Und trotz dieser Unterschiede haben diese Projekte doch alle bestimmte Gemeinsamkeiten, die, denke ich, wichtig sind, wenn wir uns die Frage stellen, wie auch ländliche Gemeinden und Kommunen und so weiter befähigt werden können, von Digitalisierungsprojekten und Digital Governance zu profitieren.
Und ich würde mir das einmal anschauen, indem ich einfach sage, dass der erste Fakt zu sein scheint, dass es in allen Projekten eine strategische Organisationsentwicklung vorangestellt wurde. Dass sich also die Frage gestellt wurde, wie soll die Gemeinde, das Land, die Kommune, der Gemeindeverband aussehen in 2030, 2040. Das heißt, es wurde ein Zielbild entwickelt, auf Basis dessen dann geschaut wurde, okay, wenn das das Ziel ist, was müssen wir heute machen, was müssen wir morgen machen und was sind Projekte für die nächsten 5 Jahre. Das heißt, Digitalisierung wurde verstanden als strategische Organisationsentwicklung, die bestimmte Handlungserfordernisse mit sich bringt, die durchgeplant werden und auch beratend geplant werden. Das heißt, das Land überlegt sich das nicht, das zu machen, wir machen jetzt hier smarte Strategie, weil das alle machen, sondern es ist ein höheres Ziel dahinter. Und das höhere Ziel ist eine strategische Entwicklung hin zu einer effektiven, quantitativen und qualitativen Verbesserung für Mitarbeitende, für BürgerInnen und natürlich auch für die Zivilgesellschaft ganz allgemein. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass es in allen Projekten auf die eine oder andere Art Beteiligung eine Rolle gespielt hat. Einerseits von, und zwar von allen relevanten Stakeholdern. Also einerseits wieder von der Zivilgesellschaft, Sportvereine, aber auch politische Parteien, politische Verbünde, BürgerInnen und besonders im Verwaltungsbereich natürlich auch gerade von den Belegschaften, also Verwaltungsmitarbeitende, die von den Vorteilen überzeugt werden müssen in Teilen. Natürlich, wir haben immer noch eine Verwaltung in Deutschland, die doch sehr stark an festen Strukturen sitzt und auf diese setzt, sei es nur, weil Kollege XY dann doch gerne irgendwie sein Blümchen auf seinem eigenen privaten Schreibtisch stehen haben möchte, was bei flexiblen und New Work Modellen vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Aber auch hier Beteiligung spielt eine riesige Rolle. Die Belange der BürgerInnen, der Verwaltungsmitarbeitenden müssen ernst genommen werden und müssen einbezogen werden. Der dritte Punkt ist, dass es sich bei allen Projekten auf die eine oder andere Art um Kooperationsprojekte handelt. Das heißt, es braucht, beziehungsweise es gab in allen diesen Projekten grenzübergreifende Kooperation. Einerseits EU-Grenzen übergreifend, andererseits Grenzen zwischen Landkreisen, Kommunen übergreifend, beziehungsweise einfach in der Form von Beschaffungsgemeinschaften. Und dabei ist es, wie gesagt, sekundär, ob es nun Grenzen einzelner EU-Mitgliedstaaten sind oder Grenzen zwischen Gemeinden, Kommunen, Landkreisen. Es ist egal. Das Prinzip, auf das ich hinaus möchte, ist dieses Strength-in-Numbers-Prinzip. Also, wenn man sich zusammentut und geschlossen verhandelt, hat man eine ganz andere Verhandlungsposition. Und auch da ist es wieder relativ egal, ob ich mich jetzt als Landkreise zusammenschließe und mit meinem kommunalen IT-Dienstleister verhandle, damit die Software, die ich beschaffen möchte, nun mal günstiger wird. Oder ob viele EU-Regionen Political Bargaining betreiben können, indem sie sagen, wir brauchen aber Strategien und wir brauchen Fördermittel. Ja? Das ist der dritte Punkt. Und die vierte und letzte Lektion, auf die ich hinaus möchte, ist Fördermittel akquirieren und nutzen. Das heißt, ich muss immer auch wissen, okay, was für eine Region bin ich denn jetzt? Bin ich eine sehr ländliche Region? Kann ich auf Bundesfördermittel zugreifen? Bin ich eine Region, die etwas mit vielen anderen EU-Gemeinschaften, Regionen zusammen hat und kann ich auf EU-Mittel zurückgreifen? Da kann man sich auch beraten lassen, selbst wenn man meint, vielleicht eine Region oder eine Kommune zu sein, die nicht unbedingt für Fördermittel so geeignet ist, weil nicht strukturschwach genug oder nicht nah genug an einer Metropole, was auch immer. Man kann sich da beraten lassen. Es gibt auch für Kommunen und Regionen, Gemeinden, die nicht fördermittelfähig sind, gibt es auch unterschiedliche Angebote, auch da kann man immer was machen. Und natürlich kann man auch immer das Ganze politisch bargainen. Man kann den Bund in die Pflicht nehmen, die Länder, im Zweifelsfall auch die EU. Das heißt, dieses Strength-in-Numbers-Prinzip bedeutet auch, wir tun uns zusammen, wir haben eigentlich ähnliche Interessen und wir geben uns Mühe, das dann auch so vorzutragen und nach vorne zu bringen. Und damit bin ich eigentlich durch, aber wenn Sie noch Gesprächsbedarf haben, kommen Sie gerne zu uns an den Stand. Akonium hat in der großen Halle 402 einen großen Stand, wo die Kolleginnen aus dem Bereich Akademie, E-Learning, Smart Regions, Regionalentwicklung und von unserem Tech Hub, also der Entwicklung digitaler Zwillinge, alle sich gerne mit Ihnen unterhalten und wir beide natürlich auch. Vielen herzlichen Dank. Super, ganz herzlichen Dank an euch beide. Wir machen direkt weiter mit